Extra Herz, das Studentenmagazin. Unsere Themen heute: die Kammersängerin Julia Waradi-Fischer-Dieskau und Schmuck als Weihnachtsgeschenk von der Goldschmiedin Petra Hausmann. Julia Waradi-Fischer-Dieskau hat in ihrer Karriere beinahe alle großen Opernrollen gesungen. Sie ist um die ganze Welt gereist und stand auf den großen Bühnen dieser Welt. Als sie 2006 ihre große Karriere an den Nagel gehängt hat, wollte sie ihre Erfahrungen weitergeben. Seitdem unterrichtet sie die Kunst des Gesangs auch hier an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Ich finde sie als Frau unglaublich elegant, immer noch in ihrem Alter. Sie ist eine wundervolle Persönlichkeit. Musikalisch, ja, das ist schwierig, um das in ein Wort zu sagen. Sehr sensibel und eine Powerfrau. Sehr energievoll. In wunderbarer Weise emotional, großzügig, atmend, spontan. Meine Lehrerin hat, ich weiß nicht, vielleicht hat sie es gespürt, wie begeistert ich zuhörte und spürte, was meine Kolleginnen alle machten oder nicht machten, und hat gesagt: Juli, jetzt unterrichtest du. Sie ist bei allem, was sie tut, auch wenn sie mal vielleicht energisch etwas fordert, es ist immer nur, ja, weil sie es gut mit einem meint. Das ist auch was, also was sehr Schönes teilweise, also was einen wirklich auch aufbauen kann. Und das zeigt auch sehr stark ihre emotional sensible Seite so ein bisschen. Die Entscheidung, nur noch zu unterrichten, ist Julia Waradi leicht gefallen. Sie hatte alles gesungen, was es zu singen gibt, Zeit also, ihre Erfahrungen an Studenten weiterzugeben. An der Hochschule für Musik Karlsruhe unterrichtet sie im Fach Opera Coaching. Sie arbeitet mit den Studenten neben der Gesangstechnik auch am richtigen Ausdruck. Ich finde es einfach großartig, dass wir mit Julia Waradi-Fischer-Dieskau eine Sängerin internationalen Ranges am Hause haben. Denn es gibt nichts Wichtigeres für die Ausbildung unserer Studierenden, als dass wir internationale Maßstäbe auch und internationale Erfahrungen ins Haus bringen. Und Julia Waradi hat in München, in Berlin, in Frankfurt, in Salzburg, in Wien an der Met gesungen und ist einfach, mal salopp gesagt, mit allen Wassern gewaschen. Wie gesagt, ist ein Tanz, ja, ungarischer Tanz. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist für die Zukunft, auch für meine Zukunft, dass ich mehr und mehr versuche zu spüren, was ich von mir persönlich reinnehmen kann in die Musik, weil ich denke, dass es das ausmacht, auch um einen Job zu finden. In den vielen Jahren, in denen Julia Waradi im Geschäft ist, hat sich einiges verändert. Es ist härter geworden, sich zu behaupten. Umso wichtiger ist es für Sänger, einen starken Charakter zu entwickeln. Auch wenn das Gerücht rumgeht, Julia Waradi sei eine strenge Lehrerin, im Grunde will sie nur eines vermitteln. Das ist kein Job. Nicht wahr? Sich zu ergeben, das ist eine Hingabe. Du verzichtest da so viel. Und neulich sagte jemand, ich gehe jetzt in die Sonne. Und ich sagte, nein, nicht in die Sonne. Denn wenn morgen Unterricht hat, darfst du nicht in die Sonne gehen. Das macht nämlich die Stimme hart und wird fest. Man merkt schon, dass sie manchmal so kurz stichelt und damit irgendwie was auslösen möchte. Aber grundsätzlich kenne ich sie wirklich nur als sehr sympathische und doch, ja, wirklich herzliche Person. Also ich habe nie irgendwie das Gefühl, oh, nichts falsch machen. Das ist bei ihr überhaupt nicht der Fall. Die Italiener werden sofort sich beschweren, ja, wenn du mal eine Plattenaufnahme machst. Dann, ja, sagt der Maestro, Signore,
signore non si dice cosa, si dice cosa. Cosa. Vai. Che? Cosa. Co. Alta, segu. No, al. Tu che vai da un cosa. One, eh? One, c. Ai, già vi fa. Ai, già vi fa. La causa. Ai, già. Mi suona ausu. Ai, già vintola. Mach dein ausu. Julia Varadi hat mit ihrem Gesang ganze Säle gefüllt. Und das liegt nicht nur an ihrer Stimme. Um in dem Geschäft bestehen zu können, brauchen Sänger vor allem eine starke Persönlichkeit. Die Arbeit mit Studenten an ihrer Bühnenpräsenz ist deshalb besonders wichtig. Trotzdem nichts, was sich einfach vermitteln lässt. Das ist la bonne nature. Jeder große Künstler braucht Charisma. Nur wie erreicht man Charisma? Wird einem das in die Wiege gelegt oder schafft man das auf einem Weg oder schafft man es durch Selbsteinbildung? Sicherlich nicht. Das heißt, ich denke, es kommt, die große freie Persönlichkeit trifft sich mit enormem Können und gelassenem Wissen. Ihr Können hat sich Julia Varadi über Jahrzehnte hinweg erarbeitet. Gesungen hat sie jede große Rolle auf fast allen Bühnen der Welt. Besonders prägend war aber auch die enge Verbindung mit ihrem Ehemann Dietrich Fischer-Dieskau. Sowohl künstlerisch als auch menschlich. Die beiden haben zusammen gelebt, gesungen und unterrichtet. 2012 ist Dietrich Fischer-Dieskau gestorben. Es war sehr schwer, es war der Loch ganz groß und man hat das Gefühl gehabt, der Schutz ist weg. Es war eine Symbiose, das kann ich nur jedem wünschen, aber auch dann bemitleiden, wenn einer von diesen das zusammenwachsen. Ich habe meinem Mann immer gesagt, du bist der Baum, ich der Efeu. Es war schwer, aber mir, die Studenten und meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, hilft mir über diese Hürde. Es ist nicht weg. Ich denke jede Sekunde, was würde er zu dem sagen? Ich vergleiche immer, versuche ich mich zu erinnern, wie hat er beurteilt so jemand? Also ich vergleiche sehr viel, aber locker, wenn ich das so sagen darf. Na, habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Also ich bin da noch weit von entfernt. Ein Klassiker ist immer Schmuck. Zum Beispiel von der Goldschmiedin Petra Hausmann hier in Karlsruhe. Karlsruhe, Südweststadt. Hier arbeitet Petra Hausmann. Schon im Herbst fertigt die Goldschmiedin Schmuck für das Weihnachtsgeschäft. Auf Weihnachten bereite ich mich insoweit vor, dass ich genug Schachteln habe, auch für die Verpackung. Dass ich ein bisschen Deko habe, damit die Dekoration auch schneller ablaufen kann. Dass ich weiß, was ich so anbiete. Das ist meistens das Gleiche. Also so ein paar Lindkugeln liegen dann hier rum. Und man sollte einen Sekt kalt stehen haben, falls mal was Größeres verkauft wird, dass man den Leuten was anbietet. Die Kunden bringen oft ihren alten Schmuck mit. Petra Hausmann verwendet ihn als Rohmaterial für neue Stücke. Mittlerweile hat sie viele Stammkunden. Am liebsten gestaltet sie Ketten. Mein Lieblingsmaterial ist 18 Karat Gelbgold. Nicht unbedingt zum Verarbeiten das Allereinfachste, aber es hat eine unglaubliche Festigkeit an den Lötstellen. Man sieht die auch nicht. Das ist einfach ein warmer Farbton. An Weihnachten lassen sich kleine Teile gut verkaufen, Ohrschmuck und Ringe. Wichtig ist für Petra Hausmann zunächst die handwerkliche Perfektion. Um das schön zu finden, muss ganz viel dazukommen. Also der Kunde muss zufrieden sein, es muss so eine Entwicklung stattgefunden haben. Und wenn es dann noch mir gefällt an der Person, ist es gelungen.